Es geht mir Gott sei Dank nicht allzu häufig so, dass ich ein Buch lese, fasziniert bin vom Thema, aber dann in der Mitte bei der Erklärung des zentralen technischen Grundprinzips ins Schleudern komme. Das Gefühl war etwa so wie das eines Viertklässlers, dem man vor der Versetzung in die nächste Schule noch schnell Integralrechnung beizubringen versucht. Inzwischen ist mir klar, dass es nicht an dem faszinierenden, bestens recherchierten Buch liegt, das den Titel hat Cryptocurrency und bei Econ erschienen ist. Untertitel: Wie virtuelles Geld unsere Gesellschaft verändert. Es liegt auch nicht an den beiden Autoren, Michael Casey und Paul Vinya, die beide Wirtschaftsexperten und erfahrene Journalisten sind und unter anderem für Financial Times, Washington Post und das Wall Street Journal schreiben. Nein, es liegt an mir. Oder besser gesagt daran, dass das Thema des Buches derart neu und die Konsequenzen derart weitreichend und ungewohnt sind, dass ich das Denken erst einmal neu einstellen muss. Gleich in der Einleitung schildern die beiden Autoren die Psychologie dieses Vorgangs. Geringschätzung ist die erste Phase, gefolgt von Skepsis, dann drittens Neugierde, die sich allmählich viertens zum Verständnis des Neuen auswächst, das schließlich derart überzeugend revolutionär ist, dass man es nicht mehr vergessen kann. Es folgt nun Phase 5, die Akzeptanz. Ich will wenigstens versuchen, kurz anzudeuten, was das Neue ist. Es geht im Kern nicht, wie ich angenommen hatte, um eine neue Währung, sondern um eine Technologie, die ohne zentrale Institutionen wie Banken auskommt, aber garantiert, dass fremde Menschen miteinander Geschäfte machen können auf einer absolut fälschungssicheren und damit vertrauenswürdigen Basis. Genau das ist die Bitcoin-Technologie, deren Erfindung, Philosophie, Software und Reichweite das Buch auslotet. Unser heutiges Geldsystem stammt bei aller Modernität aus der Renaissance. Damals gab es, wie heute, Leute mit Geld und solche, die Geld brauchen und Kredite suchen. Beide kannten und vertrauten einander nicht zwingend, also schalteten sich die Medici dazwischen. Die Bankiers der Renaissance sind also nichts anderes als Netzwerktechniker, die es mithilfe von Grundbüchern in ihren Banken schaffen, zwischen denen, die überschüssiges Kapital hatten, und denen, die es suchten, vertrauenswürdig zu vermitteln. Bis die Macht dieser Vertrauensinstitutionen selbst so groß wurde, dass sie korrupt wurden und 2008 das System endgültig sprengten. Das Geniale an der Bitcoin-Technologie ist, unter Umgehung zentraler Institutionen absolut verlässliches Vertrauen zu schaffen, und zwar ohne, dass die Teilnehmer einander psychologisch vertrauen müssten. Wem sie vertrauen, ist die jedem zugängliche Infrastruktur, die allen absolute Sicherheit bietet und zugleich persönlichen Schutz. Auch Frauen in Afghanistan beispielsweise können Bitcoins erwerben, ohne dass jemand auch nur ahnt, dass es sich um Frauen handelt, die ja in ihrer Gesellschaft keinerlei Geld besitzen dürfen. Das Kapital, das den fälschungssicheren sogenannten Blockchain-Mechanismus erklärt, muss ich allerdings wieder und wieder lesen. Nicht, weil es schlecht geschrieben ist, dieses Kapitel, sondern weil es so revolutionär neu ist, dass man sein Denken ändern muss. Cryptocurrency ist ein Buch mit dem Potenzial, das eigene Denken massiv zu verändern. Ein Buch, das zeigt, warum die klassische Bankwirtschaft möglicherweise einem Ende zugeht, ohne dass es mit dem Handel ein Ende haben müsste. Daher Zeit nehmen und lesen.